In so einem Packerl kommt die Erbe auf wie ein Nautilus. Und ich lasse jetzt einfach mal aus. Dann ist da noch mal ein Packerl mit Watte dabei. Und dann tue ich mal alles raus, was da so herinner ist. Dann haben zwei blaue Schraubendreher dabei. Aha. Dann haben zwei Wicklungen dabei und ich habe schon ein bisschen umeinander probiert. Und muss ehrlich sagen, das ist vom Durchmesser so ein 0,28er Kantal, nehme ich an, oder Nickel Chrom, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle 0,28er Draht. Und da ist jetzt praktisch nur mehr die komplette Wicklung dabei. Ein weißer O-Ring dabei. Dann haben noch mit zwei rote O-Ringe dabei. Dann ist ein langer Schrauben, wie man so von lang ringen kann, und ein kürzerer dabei. Glaube, jetzt sieht man es. Und zwei von unseren blauen Freunden, wobei einer vorne die Spitze abgebrochen hat. Und deswegen glaube ich, haben sie einen zweiten. Einer da. Jo. Also da ist die Spitze abgebrochen. Kann man glaube ich sehen. Warum das dann denn trotzdem einer da haben, weiß ich nicht. Unser Verhüterli, dann nehmen wir da und ziehen da raus. Das ist alles, ja, das ist halt Nautilus-like, ne? Die Einbuchtungen. Dann sehen wir da eine Masse. Und den verstellbaren Pluspol. Mein erster Eindruck, und ich habe mich schon ein bisschen befasst damit, bevor ich mit dem was zusammenbringe, wickel dir ein normaler Nautilus Coil selber. Locker. Okay, wenn der zugeschraubt ist, dass die Liquid Control, also die Liquid Kanäle dann da sind, das passt. Dann ist er dazu. Was man aufpassen muss, da muss jetzt aber noch mal ein bisschen ran. Ihr könnt das da unten, die Luftführung da, die Luftbohrungen, könnt ihr rausschrauben. Wenn ihr das aber rausschraubt, also da ist jetzt praktisch die Hülse, ja, dann ist er da noch mal ein dicht drin. Und dann könntest du die Plus-Einheit oben ausschieben. So, jetzt. Und dann kann man die natürlich zu Reinigungszwecken, wenn es einmal ist, komplett auszunehmen mit dem Isolator. Und so schaut es dann von oben aus. Und ihr seht es jetzt selber, eigentlich ist das witzlos, weil, wenn wir uns die Schrauben anschauen, die halten fast kein Draht nicht. Ich habe jetzt sogar 0,25er probiert und sogar der rutscht mal wieder raus. Also bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert, was da ist. Ich meine, ist eine löbliche Idee, aber eigentlich ist es komplizierter. Da kann ich nämlich, bevor mich da richtig Spuren umeinander ärgert, mache ich lieber ein Originalkohl, wie gesagt. Trotzdem eine Gefahr und da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr jetzt nämlich das unten festschrauft und der macht Kontakt mit dem Gehäuse, dann habt ihr einen kurzen drauf. Also das heißt, der muss da auch in der Mitte stehen. Ziemlich in der Mitte. Seht ihr, was ich meine? Der darf sich mit dem da nicht berühren. Also da muss da ein Spalt sein und da muss dann da auch ein Spalt sein. Dann passt er auch da herum, dass da keine Berührung nicht ist mit dem Massegehäuse. Und das ist natürlich schon wieder gut gemacht. Passt jetzt da die Pinzetten rein. Dann halte ich das zusammen. Und da kann ich mit einem anderen Spitzenteil, dann kann ich das richtig nochmal anziehen, dass das fest ist.
Wobei hinten steht es auch gelangen, aber so ist es jetzt gescheit hinbei und gescheit benannt. Weil mir ist das lieber, das ist ein bisschen fest dran gezogen, damit dass ich um nicht mehr vertragen kann. Sagt sie, jetzt hat er rundum keinen Kontakt. Dass man mal sieht, das müsst ihr natürlich das Netz legen, aber wenn es einmal einer tut, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Jetzt schlaufe ich mal eine Schraube raus. Und die andere Schraube ich auch raus mit meinem kleinen Freund. Es ist so klein, akribisch. Das kann man gar nicht erklären. Der Keildurchmesser ist 2 mm, das ist löblich, weil das mehrere, glaube ich, braucht man auch nicht beim Nauti. Ich habe da ein Teil mit 2 mm. So, der große Nachteil ist, ich muss mal wieder irgendwas basteln mit dem Gewinde, weil das passt auf kein normaler Wickelsockel. Jetzt kann einer sagen, da nimm halt ein Beiß her. Wenn ich die Beiß da hernehme und ich schraube es rein, seht ihr es jetzt schon, ohne dass er angeschraubt ist, dann verschwimmt mir der da drin. Also, das könnt ihr auch vergessen. So, und jetzt frage ich mich, was jetzt dann da der Vorteil sein soll. Im Gegenteil, es wird sogar schwieriger, da und Draht rein zum dort zum Festziehen, zum Ausrichten, wenn ich mit 2 Fingern das Teil halten muss, wenn ich es nirgends fixieren kann. Wenn ich mal schon wieder extra was kaufen muss. Aber ich gebe euch jetzt trotzdem die Information, der kurze Schrauben und wo ist die lange Schrauben. Die kurze Schrauben ist in der Plus-Einheit herin, wenn ich es richtig sehe. Weil ihr habt so 2 Ersatzschrauben dabei. Der kurze und der lange. So. Die kurze habe ich jetzt hier draußen. Also die Pluspolschrauben habe ich jetzt außer da. Von der Pluspol ein, vom Plus. Und das ist die kurze Schraube. Und im Minus, die ist ein wenig länger. Nur empfehlen, jetzt vor dem Teil einfach die Finger weg. Ich halte mir schon, ich werde dann schon mal eine Wicklung aufmachen, aber heute nicht mehr. Ich möchte euch, das ist eigentlich jetzt nur ein Herzsagen und mein erster Eindruck. Mein erster Eindruck ist, die Idee ist okay, aber das ist beim Nautilus dann schon so uninteressant, RBA zum Machen. Da kann ich dann für ein E-Boot auch eine machen und da ist derselbe Schmarrn. So, jetzt ist mir die Schrauben noch weiter. Super. Trotzdem möchte ich euch das noch ein bisschen zeigen, schnell, warum, was mir überhaupt nicht gefällt. Das ist jetzt die mitgelieferte Keule und ich glaube, dass man es sehen kann. Bloß da ein Draht rundum wickeln, bei dem Schleiferl. Das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ehrlich gesagt, da mache ich lieber Keul, ziehe es mit dem Zahnstocher rein, wie ich schon gesagt habe, da unten die Isolierung raus, Plus und Minus und Gummi drüber, Stupsleine und dahin dampfen und Spaß um. Ah, jetzt ist die kurze Schraube wieder da. Aha, gut. Ja, gut. Wie gesagt, ihr könnt es gern probieren. Wenn andere, ich sage halt, 0,25er Draht habe ich selber probiert von mir, habe ich auch nicht eingebracht. Habe ich nicht festgebracht, nicht stabil gebracht. Das heißt, ich muss da jetzt wieder Schrauben suchen, die wo ein bisschen einen größeren Kopf haben. Wobei es dann schon wieder das Problem gibt. Schaut mal die Masse Schrauben an, wenn der Kopf nur einen größeren Durchmesser hat, dann geht er einer bis aufs Plus. So klein ist das. Damit ich euch das einmal ungefähr erklären kann, wie klein das ist. Das Ganze hat einen Durchmesser von 1 cm. Ja? Der Gesamtaußendurchmesser ist 1 cm. Wir haben aber jetzt nur ein bisschen weiter drinnen. Und da drinnen soll man mir die Keule reinmachen. Wie gesagt, wenn ich es irgendwo fixieren kann, aufschrauben kann, dass ich mit 2 Händen hin kann, dann schon. Aber mit einer Hand halten und einem Draht irgendwie einwursteln. Für mich ist das Teil Kacke. Ja? Spott euch die 8 oder 6 Pfund, was das kostet hat. Geben tut es es, aber spott euch das. Weil bevor ihr es mit dem lernt und bevor ihr euch da umbringt damit, schaut euch lieber ein paar Videos an, wie man die Coils, die Original-Coils, oben runterzieht, ein neuer Coil einschiebt mit dem Zahnstocher, eine Watte durchdreht und der Käse ist gegessen. Gut, ich habe ihn fertig. Das kann man vergessen. Fertig.